Shalom lachem achim v'achayot, od yom chadash. Ein neuer Tag, den uns Gott zum Leben gibt. Und er geht mit uns, wie Jesus versprochen hat. Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. In Galater 5 haben wir alle Früchte des Geistes behandelt. Und gestern haben wir über Vers 24 geredet. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wir haben über die Verleugnung des Fleisches geredet. Wir haben die Wahl, im Geiste zu wandeln, unter der Leitung des Geistes Gottes oder nach den Lüsten unseres Fleisches oder der Seele zu gehen. Und wir sind aufgerufen, unser Fleisch und unsere Seele zu verleugnen, Nein sagen und Ja sagen der Leitung, die der Heilige Geist in unserem Leben gibt. Jetzt möchte ich mit Vers 25 weitermachen. Der Heilige Geist sagt durch den Apostel Paulus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir geistliche Menschen sind, die im Heiligen Geiste leben, das muss in unserem Wandel zum Ausdruck kommen. So lasst uns auch im Geist wandeln. Das bedeutet, wie wir uns benehmen. Und das kommt zum Ausdruck durch die Frucht, die in unserem Leben wächst. Und auch in Vers 26 steht geschrieben, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, hebräisch zum Zorn bringen, noch einander beneiden. Er tut hier den Nachdruck auf den Stolz, was im Gegensatz zur Demut steht, zur Selbstbeherrschung und der Liebe. Wenn wir die anderen lieben und alle Dinge, die wir gelesen haben, Frieden, das Jagen nach dem Frieden, alle diese Dinge sind im Gegensatz zu dem Jagen nach Ehre, dem Wettstreit, dem Schmerzen zufügen einer dem anderen, die Ego-Kriege, beneiden und so weiter und so weiter. Alle diese negativen Dinge sind vom Fleisch, doch die Liebe und der Friede, die Demut und die Selbstbeherrschung kommen von dem Geist. Und wir sind gerufen, im Geiste zu wandeln und nicht im Fleisch. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Okay. Jetzt möchte ich diese Sache des Wandelns im Geiste ein bisschen erweitern und lasst uns zu Römer 8, Vers 14 gehen. Und ich lese Vers 14. Wir fangen von Vers 12 an. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Nochmals diese Spannung zwischen dem Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes oder das Leben nach den Lüsten des Fleisches unserer sündigen Natur. Und wir sind gerufen, das Wandeln im Geiste zu wählen. Aber dann sagt er in Vers 24, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn wir geleitet, geführt sind durch den Heiligen Geist von unserer Wolkensäule und Feuersäule, wenn wir hinter dieser Säule hergehen, wenn er es ist, der uns führt, dann sind wir Söhne Gottes, dann gehören wir Gott. Das ist eines der Zeichen, dass du, ich, dass wir zu Gott gehören, wenn wir im Heiligen Geiste wirken. Die Welt kann das nicht verstehen, weil sie gar nicht versteht, was der Heilige Geist ist. Sie hat diese Verbindung nicht. Es ist gleich wie wenn man einem Blinden erklären will, wie schön der Sonnenschein oder Sonnenuntergang ist mit all seinen Farben und alles, was das ausdrückt. Du kannst es versuchen, ihm das mit Worten zu erklären, aber er hat das niemals gesehen. Er kann diesen wunderbaren, großen Anblick nicht erfassen. Und so ist es auch, wenn man jemand, der keine Verbindung mit dem Heiligen Geiste und mit Gott hat, was es bedeutet, im Geiste zu wandeln. Das ist einfach fremd, komisch, nicht verständlich. Aber die Kinder Gottes sind gerufen, im Geiste zu wandeln. Das ist es, was die Kinder Gottes charakterisiert. So, wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir wollen dem hinzufügen, was Jesus im Evangelium des Johannes 10, Vers 27 sagt.
Johannes 10, Vers 27. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Was die Schafe Jesu auszeichnet, ist, dass sie die Stimme Jesu hören und sie folgen ihm. Er kennt sie, das bedeutet, dass er in einem persönlichen Verhältnis mit ihnen steht. Erkennen spricht die Bibel über ein persönliches Verhältnis. In 1. Mose 4, Vers 1 steht geschrieben, und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain, und danach auch Abel. Da war über ein physisches, intimes Verhältnis die Rede. Sie erkennen. Aber Jesus spricht über ein geistliches, intimes Verhältnis. Wenn er in uns lebt durch seinen Heiligen Geist und wir folgen ihm nach, das ist ein Verhältnis, das den Kindern Gottes aufbewahrt ist. So sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagt nicht, die obersten Auserwählten hören meine Stimme, geistliche Leiter mit hohem Niveau, herausragende Personen und so weiter und so weiter. Nein, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das zeichnet jeden aus, der zu Jesus gehört, jedes Kind von Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Das heißt, ich bin in einem Verhältnis mit ihnen und sie folgen mir nach. Das kommt zum Ausdruck mit Taten. Sie folgen mir. Und wohin führt er? Wohin führen uns die Wolkensäule und die Feuersäule? Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Halleluja, wir haben diese wunderbare Verheißung von ewigem Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es gibt keine größere und stärkere Kraft, die uns herausreißen kann gegen unseren Willen und den Willen unseres Vaters im Himmel, von der Hand unseres Vaters im Himmel. Aber das sagt nicht, dass wir nicht entscheiden können, ihn zu verlassen und aufhören und nachlassen und unseren Glauben verleugnen. Das können wir tun. Doch, das ist verboten, dass wir das tun. Es steht geschrieben in Hebräer 3, Vers 14. Hebräer 3, Vers 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Wir müssen bis ans Ende festhalten. Wir sind mit Jesus verbunden, wir haben ein Verhältnis mit ihm, aber es gibt hier eine Bedingung, wenn wir festhalten. Und im selben Kapitel, dem Hebräer 6, Vers 6 steht, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Das ist wunderbar, wir sind sein Haus, wir sind Kinder Gottes, aber seht jetzt die Bedingung. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten, bis zum Schluss an unserem Glauben festhalten und nicht den Glauben verlassen, nicht nachlassen. Wir haben hier Bedingungen, um zum Hause Gottes zu gehören. Im Geiste wandeln, in der Frucht des Heiligen Geistes wandeln. Aber um im Geiste zu wandeln, um in der Frucht des Geistes zu wandeln, und die Stimme unseres guten Hirten zu hören, was brauchen wir da? Es steht uns geschrieben in der Offenbarung des Johannes 2 und 3. Als Jesus zu den sieben Gemeinden redet, bei allen sieben Gemeinden schließt Jesus mit den Worten, zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 7, die letzten Worte Jesu an die Gemeinde Ephesus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann spricht er weiter. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das sagt er jeden dieser sieben Gemeinden. Und das lehrt mich, dass wir ein geistliches Ohr brauchen. Nicht alle haben ein geistliches Ohr, denn sonst hätte man das nicht sagen müssen. Wenn jeder, der in diesen Gemeinden war, ein geistliches Ohr gehabt hätte, dann hätte man das nicht wieder und wieder wiederholen müssen, sieben Male. So, wie kommt das zum Ausdruck, dieses geistliche Hören? Über das werden wir durch die Gnade Gottes morgen reden. So wünsche ich euch einen guten und gesegneten Tag im Namen Jesus, unserem Herrn. Shalom.